Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu The Inner World 2. Der letzte Windmönch mit Schroff und Kindern, Schroffkinder und einer Schleimstelle, genauso wie hier diesen komischen Tümpel, mit einer Schweinefliege, die irgendwie... Ja, gucken wir uns das mal an. Ich glaube, die haben uns beim letzten Mal noch nie gesehen. Eine Schweinsfliege. Sie scheint den Gestank des Tümpels zu mögen. Ist impertinente auch Biester. Die einzigen Lebewesen, die gegen Schroff-Sekrete immun sind. Interessant zu wissen. Außerdem, hier ist auch schon ein Tier verendet. Bzz, bzz, bzz. Na komm. Sie scheint sehr scheu zu sein. Oh, okay. Dann gucken wir uns doch mal den Tümpel an. Puh, der Tümpel stinkt ganz schön. Na, na. Sowas sagt man jetzt aber auch nicht, ne? Apropos, unbeladen über den Teich segeln. Okay, ich habe nur gerade geguckt, weil hier in Kapitel 5 der Nebel senke, müssen wir ein Floß unbeladen über den Teich fahren lassen und ein Monolithenrätsel lesen, was da wahrscheinlich zur Story gehört. Zehennägel. Sie interessieren sich für meine Zehennägel? Anscheinend ja. Wir nehmen einfach mal einen mit. Oh, das. Die Kralle ist ganz schön scharf. Es sind ja auch Schrofe. So, dann können wir uns jetzt ja mal mit Schroff richtig unterhalten. Ich freue mich schon. Hallo, Schroff. Hallo, Robert. Da, 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 da. Das Tier da hinten, was ist das? Theo? Die gemeine Schweinsfliege, auch als Flietüt Pöperö bekannt, ist ein selten vorkommendes Insekt aus der Familie der Moorsummer. Sie besteht zu 86% aus Nase und zu 14% aus Flügeln. Sie ist für alle Lebewesen unverdaulich und als einziges bekanntes Tier immun gegen Schroffs. Sehr gut, Schatz. Papa ist stolz. Dafür bekommst du einen weiteren Tag lang meine Liebe. Was wäre passiert, wenn er falsch geantwortet hätte? Willst du das wissen? Theo? Dann hätte ich mir Papas Liebe wieder neu verdienen müssen. Wie fies. Niemand mag Versager. Oh. Sehr gut. Dafür bekommst du noch einen Tag. Juhu! Wie gemein ist das denn bitte? Also erstmal die Fliegen finde ich cool und das ist eine schöne Familienerziehung. Im Übrigen sind da 4 Kinder unten drauf und hier sind 3. Wahrscheinlich war hier noch 1. Und ist sie wohl sieht entflohen. Aus, als würde sie irgendwas suchen. Ach, außerdem, diese guck mal Biester da. Schnüffeln überall herum. Ist das süß, das kleine grüne Ding. Das zu 80% aus Nase besteht, äußerst unangenehm ist. 86%. Sie bestehen zu 86% aus Nase. Theo, du weißt, was passiert, wenn man Papa korrigiert. Dann stirbt irgendwo ein Wollmausbaby. Okay, aber Schroff, bestehst du nicht zu 96% aus Gift? Ein Gift, das jedes andere Tier umbringen würde. Aber diese Mistviecher besitzen die Unverfrorenheit, dagegen immun zu sein. Ah, sehr, sehr schön. Hast du den Windmönch gesehen? Weißt du zufällig, wo ich den letzten Windmönch finden kann? Oh, ist das diesmal deine Mission? Ein interessantes Leben, das du da hast. Ich wünschte, es wäre weniger interessant. Nun ja, ich weiß, dass sich irgendwo da hinten ein Kloster in den Bergen befindet. Bist du sicher? Sind Schroffe tödlich? Und wie? Ja, alles klar. Kennst du das Kloster? Ich war noch nie da, aber ich hörte Geschichten. Eine verrückte Alte hat Legendenkinder zu Mönchen erzogen. Kein guter Ansatz, wenn sie mich fragen. Dabei konnte ja nur Quatsch herauskommen. Sagt er, dessen Kinder sich seine Liebe jeden Tag für Tag neu verdienen müssen. Das sind ja niedliche kleine Schroffs. Die sehen aus wie kleinere Versionen von dir. Oh, vielen Dank. Das könnte durchaus daran liegen, dass es meine Kinder sind. Oh, wie süß. Ja, ich muss sagen, es erfüllt mich mit Stolz, zu wissen, dass ich diese unsere Welt um ein paar intellektuelle Amphibien erweitert habe. Aber lassen Sie sich eines gesagt sein, mein junger Freund. Kinder zu erziehen ist nicht so leicht, wie alle sagen.
Das mag sein und ist wohl sehr warm. Sie in ein Loch sperrt und gelegentlich rausholt, um ihnen Angst zu machen. Das war zumindest Conroys Methode. Oh, nicht doch. Ich habe da eher einen intellektuellen Ansatz. Wir rezitieren Gedichte, lesen Zeitung. Ich lasse die Kinder sogar Dynastielieder von den Flötennasen singen. Oh, das ist natürlich ganz schön. Ich würde ihnen ja gerne eine Kostprobe geben, aber meinen jüngsten Lukas kann ich irgendwie nicht finden. Ich gehe mal davon aus, dass derjenige geflohen ist. Hier, taps, taps, taps. Ich bin ganz krank vor Sorge. Okay, werden wir gleich mal raus. Lukas und das Lied, alles klar. Familie, weiter. Toll, aber braucht man zum Familiegründen nicht auch eine Mutter? Oh, das war schon... Die hatte ich tatsächlich. Hm. Vielleicht kennst du sie ja. Saß allein vor dem Eingang der Dynastie. Schrofeline? Ja! Was war ihr Name? Wir erinnern uns. Sie hat mich verlassen, um Sängerin zu werden. Ich hätte es wissen sollen. Wir haben ein Leuchtfeuer der Leidenschaft entzündet, aber ich fürchte, ich war nicht mehr für sie als der Vater ihrer Kinder. Das tut mir leid und... aber sie hat mir die hier hinterlassen. Die großartigsten Geschöpfe, die sich ein Schrof nur wünschen kann. Wir haben es ja ewig versucht, aber am Ende haben wir ein paar Wirte gefunden, um die Kleinen auszubrüten. Habe ich dir jemals erzählt, wie Schrofs geboren werden? Ich weiß nicht, ob ich das wissen will. Sie platzen aus Köpfen. Sehr gut. Aber habe ich dir auch mal erzählt, wie sie gezeugt werden? Headcrabs! Ich bitte dich inständig, es nicht zu tun. Wo wir gerade beim Thema sind... Wie geht es denn Ihrer Gemahlin? Welche Gemahlin? Das grünbejackte, ungehobelte Großmaul, mit dem Sie beim letzten Mal unterwegs waren. Sie hinterlässt zumindest einen bleibenden Eindruck. Laura? Genau die. Lebt sie noch oder hat sie sich endlich mit dem Falschen angelegt? Ach, wir gehen gerade getrennte Wege. Also ich bin hier und sie müsste irgendwo da hinten sein. Ich verstehe. So, das Lied. Ihr könnt richtige Dynastielieder singen? Ich kann es nicht singen, solange Lukas nicht da ist. Aber ja. Okay, jetzt müssen wir Lukas herkriegen. Ich habe unten im Tal eines aufgeschnappt. Meine Kinder lieben es. Wo könnte der kleine Lukas denn sein? Wie lange ist er denn schon weg? Ach, er könnte überall sein. Andauernd haut der Bengel ab. Seine Brüder und Schwestern sind da ganz anders. Theo, Josephine und Ödema sind ganz brav, seit ich sie an ihren Steinen festgeklebt habe. Oh, Vater des Jahres. Damit erübrigt sich die Frage, warum er weggelaufen ist. Die bessere Frage ist, wie konnte er? Wissen Sie, es ist ja nicht so, als hätte ich es nicht versucht. Aber das Kind transpiriert. Er kann sich unsichtbar machen? Nicht ganz. Er schwitzt stark. Deswegen ist von ihm auch nicht mehr als ein Schweißfleck übrig. Na fein. Wir suchen also ein schwitzendes, kleines, tödliches Schrofbaby. Oh, Lukas. Definitiv Vater des Jahres. Danke. Keine Ursache. Also wir haben schon mal eine Ahnung, wo er hin sein könnte. Und das Lied möchten wir natürlich gerne hören. Das heißt, wir gucken uns mal die Stille hier an. Da ist noch etwas Schrofsekret am Felsen. Die Spur führt hoch in die Berge. Ja. Das tue ich lieber nicht. Kann ich verstehen, mein Guter. Kann ich sogar ganz dolle nachvollziehen. Höhleneingang. Vielleicht können wir mit den Kindern auch nochmal reden? Sie sind ihrem Vater wie aus dem Gesicht geschnitten. Ja, sind sie. Und? Was willst du werden, wenn du mal groß bist? Genauso tödlich wie mein Vater. Okay, alles klar, ich verstehe. So, da geht's zur Nebelsenke zum Ausblick. Wir gehen mal zum Ausblick hoch. Ich hab dir gleich gesagt, dass das nicht klappen wird. Was raus? Du wolltest doch unbedingt ein Haustier. Toll. Und wie sollen wir jetzt den Kaffeesatz aus der Waschmaschine kriegen?
Hallo? Ist da jemand im Baum? Nein. Sicher? Psst. Du lässt uns noch auffliegen. Verdammte Pollenallergie. Du wolltest ja unbedingt, dass wir uns in einem Baum verstecken. Seid ihr Flötennasen? Ich bin auch eine. Ihr müsst euch nicht vor mir verstecken. Okay. Wenn du eine Flötennase bist, wie ist dann dein Name? Vielleicht kennen wir uns ja. Also, wenn wir auch welche wären. Okario, irgendwas, irgendwas Boe, der Dritte. Robert, du bist Robert. Oh, Entschuldigung, Euer Majestät. Ich glaube, das nehmen Sie sich ab. Gewusst, dass ihr es seid? Dann hätten wir das gute Porzellan rausgeholt. Sie nehmen es uns eh nicht ab, seid doch. Wir haben gar kein Porzellan. Du hast gestern die letzte Tasse runtergeschmissen. Ja, einer der vielen Nachteile, wenn man in einem verdammten Baum lebt. Hab ich dich gezwungen, hierher mitzukommen? Du hast gesagt, du wolltest mich dabei haben. Ich vermisse Laura. Ah, schön, okay. Was haben wir hier denn Schönes? Ein Steinsieb. Gucken wir uns das mal an. Bevor wir uns mit den Jungen. Steinsieb. Mit den Jungs da oben weiter beschäftigen. Darf ich mir das leihen? Was willst du damit? Keine Ahnung. Mir leihen. Ach so, kein Problem. Na, dann ist ja gut. Was haben wir hier? Sprache der Fifi. Das wollte ich mir auch nochmal angucken, glaube ich. Sprache der Fifi. Warum hat sie mir das nur mitgegeben? Gute Frage. Das hatten wir, glaube ich, letztes Mal schon angeguckt. Können wir da irgendwas mitmachen? Das ist ja hohl. Und da war etwas drin versteckt. Das war was unverschämt. Ich habe fast Angst, dass die den Schrof gekocht haben. Was zum Geier ist das? Ein Guck-Guck? Das war in dem Buch von Mama Dola. Wofür das wohl gut ist? Ja, das frage ich mich jetzt auch. Ich kann hier so Rädchen verstellen. Aber wenn ich reingucke, ist es einfach nur dunkel. Okay. Da haben wir eine Tafel, da haben wir eine Tafel. Wir bräuchten einen Hack und eine Nase. Eine Flötennase. Was für eine beeindruckende Nase. Ich habe meine eigene Flötennase. Naja, gut. Dann die Tafel. Eine mysteriöse Holztafel. Dafür müssen wir wahrscheinlich den Arm abbrechen. Okay, hier ist noch eine. Eine mysteriöse Holztafel. Dann nehmen wir sie doch mal. Irgendjemand hat einen schweren Kessel draufgestellt. Ja, so eine Frechheit aber auch. Und was ist das? Irgendjemand kocht hier Suppe. Ich hoffe, es ist keine Schrofsuppe, bitte. Die stinkt noch schlimmer als der Schroftümpel. No, hey. Sie sieht fast so aus. Sie sieht fast so aus. Nein, das stinkt. Okay, was können wir hier nochmal an dem Baum angucken? Da oben ist doch jemand. Ich weiß es. Ist hier noch irgendwas? Die Statue können wir uns angucken. Ganz schön groß. Okay, das heißt, wir können... Wir reden einfach mal mit den Jungs da oben. Hallo da oben? Hier ist niemand. Es sei denn, du bist eine Flötennase. Ich bin eine Flötennase. Das kann jeder sagen. Okay, kann jeder sagen. Wie soll man das denn beweisen? Ach, warte mal, wir können doch mal einfach ein Liedchen spielen. Also, wenn sie das nicht überzeugt. Aufhören! Ich hasse Musik. So unordentlich. Meine Güte, ist das? Die Hymne. Er ist tatsächlich eine Flötennase. Es tut uns leid, dass wir dir nicht geglaubt haben. Ja, aber heutzutage kann man gar nicht vorsichtig genug sein. Ach, kein Thema. Ihr kennt also die Hymne? Natürlich. Aber du glaubst nicht wirklich, dass du der König bist. Ja, doch, leider. Ich bin der König. Genau. Hör mal, der König kann fliegen. Das weiß doch jedes Kind. Was? Davon habe ich ja noch nie gehört. Spring nicht! Ich bin mir sicher, das stimmt nicht. Ach ja, und woher willst du das wissen? Weil ich der König bin und ich nicht fliegen kann.
Ja, weil du nicht der König bist. Ja, okay. Gute Frage ist, wie kommen wir hier weiter? Wir haben ja das hohles Buch, Steinsieb, dieses komische Guckguck. Ich glaube wirklich, weiterkommen mit den Jungs im Moment auch nicht, oder? Sonst sehe ich ja auch nichts. Schrohfelsen. Ich überlege gerade. Wie könnte man... Ja, der stinkt schlimmer als der Schroftempel. Nein, das... Also mit dem Sieb würde schon mal nichts bringen, da läuft's ja durch. Ja, ich sollte die Suppe unbedingt in ein Sieb umfüllen. Irgendwann. Okay, umfüllen scheint aber schon mal ein guter Ansatz zu sein. Oh, ernst? Das hohle Buch? Kann das... Ich versuch's. Damit sollte ich etwas Suppe abschöpfen. Tatsache. Okay. Bäh. Jetzt haben wir das Stinkebuffelzeug in der Tasche. Buch mit Suppe. Wow, die Suppe stinkt furchtbar. Ja, was hast du denn erwartet? Nein. Frage ist, kriegen wir jetzt den da unter weg? Irgendjemand hat einen Ja, schade. Das ist schon wie die Nasen da rausgucken. Das ist auf jeden Fall lustig. Okay. Können wir den Baum nicht einfach mit der Kralle fällen? Okay, wir haben die Tafel, wir haben unsere Nasenschoner, dieses komische Guckguck und jetzt haben wir ein hohles Buch mit Suppe. Ich habe keine Ahnung. Und hier müssen wir an die beiden Tafeln kommen. Wahrscheinlich kommen wir auf... Halt, Wurzel. Ja, mal gucken, was wir mit der Wurzel machen können. Aber das sehen wir jetzt in der nächsten Folge. Vielen Dank und bis dahin. Tschüss.